Schönen guten Donnerstagabend, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen pünktlich um 20.30 Uhr. Sind wir hier mal wieder zurück, auf dem Track, sozusagen. Und, ja, ich drücke mal hier. Servus. Warte, ich mache mal ein bisschen von unten Cam. Und ich könnte mal das ein bisschen höher einstellen. Ich habe immer das Gefühl, das verstellt sich immer. Neigung. Mal schauen, was meine Kamera so für Neigungen hat. So, ist ein bisschen besser, oder? Ich weiß nicht. Wir spielen Tiefsimulator. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist, der GS ist für ein tief, ganz tief im kriminellen Bereich. Ist das, jetzt hätte ich fast auf Entfernen gedrückt. Liebe Grüße gehen raus an der Stelle an Greta, an Annika, an Laura, an Giannini, an Sleeping Pony. Fuxi ist mit am Start. Sanex sehe ich da. Lou, Rosie, May, Laura, Blue ist auch mit am Stissel. Natürlich alle, die das hier nebenbei im Lurk gucken oder später oder im Neta oder bei Peter oder als Vertreter oder auf eine Entfernung einen Meter oder wie Greta oder ja, Ende, hätte ich gesagt. Reicht das nicht an krassen Rhymes? Wir laden mal den Spielstand und ich hoffe, dass es recht fresh war beim letzten Mal. Ich kann jetzt nicht so richtig remembern, was wir da beim letzten Mal gemacht haben. Wir sind auf jeden Fall auf einem Parkplatz und es gab bestimmt irgendwie einen krassen, harten Stress, wo wir uns vor den Cops, nenne ich sie immer liebevoll, die Bullen, die Polypen, die Polente, ne, verstecken mussten. Was haben wir denn für Missionen? Da haben wir die 108, die Taylors, Jobs, DOS von DOS erledigt, die Millers, alles durch. Aha, die Jones, Autofenster einschlagen. In der 104 und in die 103. Okay, also 101, 104 und 103. Da müssen wir nein. 104 ist hier. 103 ist da links und 101 ist da drüben, das große. Alter Schwede. Oh ja, ich erinnere mich, wir hatten beim letzten Mal hier ein mittelschweres bis dramatisches Drama. Jetzt bin ich nicht sicher, ob es auch undramatische Dramen gibt. Ich tue was Illegales? Was? Ich bin vom Schlüsseldienst und wurde hier gerufen und sollte mal hier aufmachen. So illegal ist das hier. Nämlich überhaupt nicht. Mein zweiter Vorname ist ja Legalo. Das ist mein Superheldenname. Oh, wir müssten Legalo anrufen. Der kann uns sagen, ob das hier alles mit rechten Dingen zu tun hat. So, also, Leute, wir gehen rein, haben wir gesagt, in die 103. Wir gehen rein in die 103. Wir sind nicht allein. Wir sind zu zweien. Ihr und ich. Und das interessiert auch mich. Interessiert es auch dich? Ja oder nicht? So. Hier haben wir gesagt, geht's hoch. Kletterhandschuhe haben wir gekauft. Sind geshoppt. Da können jetzt natürlich die Anwohner von außen sehen. Das ist natürlich fies. Hallo Judith. Hier geht es darum, eine Lampe zu holen. Die Lampe ist inside of the house. Und wir sind hier outside of the building. Wir können das natürlich. Aha. Hier ist verschlossen. Beim letzten Mal haben wir das relativ brillant gelöst mit. Au. Da haben wir das relativ brillant gelöst. Warte mal, kann ich auch einfach. Ah, nein, muss ich hacken. Da bin ich oben einfach die Scheibe eingeballert. Und dann sind wir da einfach rein. Wir sind einfach rein. Einfach so. Wir haben uns ja nichts bei gedacht. Wir sind da einfach reinge. Hier sind gerade Gegenstände gespawnt. Wie krass ist das denn? Weißt du, was ich mich gerade frage? Das ist eigentlich total dumm gebaut. Die haben gar keine Gartentür. Also wenn die nach hinten in den Garten wollen,
dann müssen die immer einmal komplett außen rum. Das finde ich schon ein bisschen skurril. Also ist jetzt nicht das, was ich jetzt bautechnisch so empfehlen würde, ne? Würde ich nicht machen. Aber das ist ja nur so rein mein Gebiet ist das. So, also. Und Fenster auf. Die Bullen kommen. Ja? Wir verstecken uns aber hier und gucken einfach in die Wand und tun so, als wäre nichts geschehen. Ja? So. Ich bin letztes Mal ganz unglücklich mit dem Dietrich ins Schloss gestolpert. Ja, das bin ich. Da gab's einen Twitch-Clip, soweit ich das richtig entsinne. Das war ein ganz komischer Zufall. Oder kommt da der Bulle? Aber der sieht uns nicht. Weil wir nämlich außerhalb, da haben die gerade mein Auto demoliert, wir liegen nämlich außerhalb seiner Sichtreichweite. Siehst du, da läuft er rum, da kann er noch 10-mal seine Knarre gezückt haben, ja? Mir kann das nichts aus. Da draußen laufen sie rum, jetzt geht er wieder zurück zu seinem polenten Auto, jetzt kommt er wieder her, ne? Mit seinem Licht in der Hand, wie so ein... Ah, ich hätte ihn nicht angucken dürfen. Okay. Wie kommen wir da rein? Wir brauchen ein Hacker-Tool oder den Scheibenschneider. Ein Scheibenschneider, das klingt so ein Ding, als würde man das beim Käseessen gebrauchen, oder? Hallo Larissa, hallo Alex. Okay, gut. Vielleicht ist mal eine Strategie, nicht die ausgeklügelste Strategie, die wir vielleicht brauchen können für den. Jetzt ist noch so, wir haben noch hier eine Mission zu machen. Und zwar müssen wir noch bei ihm irgendwie, in der 104 war das mit dem Augen-Dings, wie heißt denn das Teil, das was vorne beim Auto auf der einen Seite ist? Fenster. So, das Fenster in der 104, das war nämlich hier gleich, das können wir vielleicht noch eben erledigen. Die sind noch wach, das ist gut. Oder was heißt das gut? Es tangiert mich ehrlich gesagt eher wenig. Ob die jetzt wach sind oder schlafen, ich gehe halt rein, ne? Es ist bei mir so, ich bin einfach halt auch ein bisschen anders drauf. Ich gehe da einfach rein. Ich mache mir da nichts aus schlafenden Leuten. So, oh, ich bin noch ein bisschen langsam. Mein Reaktionsvermögen ist relativ gedämmt heute. Ich habe meinen Dietrich kaputt gemacht. Wie kann ich es wagen? Ich habe meinen Dietrich verbraucht. Ich wollte doch einfach rein. Also, das verstehe ich ja überhaupt nicht, ja. So, bei Männern ist das normal, stundenlang die Wand anzugucken. Nennt sich aktives Nichtstun. Ist das so? Kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, was du für Männer kennst. Aber ich glaube, ich habe noch nie länger als nötig eine Wand angeguckt. Also, in welchen Fällen das auch immer nötig ist, ne? Aber manchmal mag das schon sein. Okay, aber jetzt gehen wir rein. Und ich mache das hier mit einem Dietrich, weil mehr ich nicht brauchen tue. So. Oh. Das war eine knappe... Warum bin ich denn heute so langsam? Ich habe auch das Gefühl, heute ist alles ein bisschen verzögert. Ich glaube auch, dass der Stream irgendwie ein bisschen verzögert ist oder so. Heute ist alles ein bisschen langsamer als sonst. Aber ich weiß nicht, warum. So, wir gehen rein. Okay. Langsames Öffnen der Tür. Wir gehen direkt in die Hocke, ja. Und dann gehen wir gleich einmal nach unten in die Garage. Nehmen noch den goldenen Kelch mit. Oh shit. Oh, kommt die rauf? Nee, ne? Ist er wirklich in der Garage? Ja, er ist in der Garage. Ah, wieso denn? Es ist 22.20 Uhr. Was machst du zu deiner unchristlichen Zeit in deiner Garage, du kranker Psychotyp? Dafür nehme ich dir dein Telefon weg, dein Festnetz. Und ich breche dir deine Haustür auf. Klick, so. Der ist immer noch in seiner Garage. Und jetzt? Sie geht jetzt ins Schlafzimmer 2. Ist das ja auch ein... Nee, ist ein Kinderzimmer, ne? Das heißt, sie muss keine hoch. Jetzt sind sie beide in der Garage. Nee, er ist immer noch in der Garage. Guck mal. Sie ist
irgendwie gegenüber im Schlafzimmer 2. Und der Typ, ne, der macht irgendwelche Illegalitäten in seiner Garage. Das ist natürlich blöd, weil da komme ich jetzt nicht rein, ja. Jetzt geht er weg. In die Küche. Ja, das ist okay. Gib mal beide in die Küche. Die sind nämlich im Keller, oder? Ja. Ja, die ist da. So. Komischer Wohnungshausbau-Dings auch irgendwie, ne? Ach, guck mal, der hat sein Geld, hatte ich ja verscherbelt in der Garage. Ja, schau der Ärm nicht, oh. Ist ja ganz Pulver, hat er da hingelegt. An Boden. Oh, und eine Bassgitarre. Ach ja, da komme ich ja nicht rum. So, und ich soll jetzt von dem Auto eine Fensterscheibe einschlagen, oder was? Okay, dann machen wir jetzt erst hier auf. Und dann ballern wir eben seine... Ah, einbrechen kann ich da noch nicht. So, Aufgabe erledigt. Hey. Okay. Ich war das nicht. Ich habe mit all diesen Themen nichts zu tun. So, 101 ist Nummer 2 auf unserer Liste. Der ahnt vielleicht was. Quatsch. Einfach ins Bett marschiert sind sie. So, was ist das hier? Wie komme ich hier rein? Wir gucken mal ums Haus. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Informations für mich. So, hier. Ah, da ist nichts. Da ist überall Licht an. Was ist das hier? Oh, da kommen wir hinein. Und jetzt mache ich mal auf. Interagieren. Ah, oh, ah, okay. Strom ist aus, das heißt, dein Licht ist weg. Wie komme ich denn jetzt hier rein in den... Wie komme ich denn da ins Gebäude hinein? Ja, da nicht. Hier. Kann ich den Kraken hacken? Oh nein! Wie komme ich hin? Ach so, der hat noch eine Tür. Ach so, lol. Okay, warte mal. Ja, der sitzt. Das wusste ich nicht. Hätte ich mich mal schneller beeilt. Und ich laufe auch immer nur mit einem Dietrich rum. Das ist also total unvorsichtig, Leute. Das ist total unvorsichtig. Okay, noch einmal. Ja, läuft. Klemmt, hängt, was auch immer. So, ich bin drin, Leute. Ich bin drin. In 192 wird der Strom wieder angeschalten. So, hier kann ich an die Decke. Da ist eine Alarmsicherung drin, okay. Was hat der für einen Alarm am hier an der Tür? Ah, da komme ich rein, das ist geil. Oh, und schon bin ich drin, jawohl. Boah, wenn ich jetzt wüsste, wo die sind. Ah, das ist mein Bild. Okay, okay. Gehen wir schön damit raus. Ein Gemälde stehlen. $560 bringt das. Okay, warte, wir schmeißen das mal eben gleich vor die Haustüre. Aber wenn wir schon mal drin sind, oder? So, bleib mal da liegen. Wenn wir schon mal hier sind, da gibt es doch bestimmt noch ein bisschen mehr zu holen. Da, hier, PlayStation. Mitnehmen. So, da, das da nehmen wir mit. Telekommando hier nehmen wir auch mit. So, Licht aus. Strom, ja, oh, Kelche, ja, komm. Inventar voll? What? Nein, wie? Oh, ein Auto und hier, was hat denn der für eine Garage hier? Wie kann denn mein Inventar voll sein? Ich hab doch nur eine Gitarre mitgenommen. Shit, so. Okay. Scheint, als wären die nicht zu Hause, aber was bringt mir das? Wollen wir noch ein Bild mitnehmen? Komm, lass mal noch ein Kunstobjekt mitnehmen. Welle. Warum nicht, oder? Wenn ich... Ah, den Fernseher. Nee, wir nehmen den Fernseher mit. So, jetzt. Scheiße. Natürlich nehme ich den Fernseher mit. Ein Bild. So. Okay. Ich weiß gar nicht, wieso ich ja keinen Platz in meinem Fahrzeug habe, angeblich. Oder in meinem Hosenbund. Ich war doch beim letzten Mal extra Taschen aufgerüstet, sollte ich meinen. Okay, wir legen das mal alles ganz zärtlich. Legen wir das mal hier hin. Und dann gehen wir mal mein Fahrzeug, mein Fluchtfahrzeug holen. Das steht da unten irgendwo, glaube ich, ne? Hui! Dann holen wir das, ne? Hallo Laura Hirsch. So, dann machen wir das. Also.
Wenn ich Einbrecher anlocken will, lasse ich auch einfach ein Geld irgendwo auf dem Boden liegen. Ja, oder, das ist dann krasser Trick 17, das heißt, du lässt dein Geld auf dem Boden rumliegen, um so zu tun, als wäre das alles, was du hast, aber deine wirklichen, deine geheimen Schätze, ja, die versteckst du dann irgendwo anders und da rechnet dann keiner mit. So. Kurz mal hier parken. Ich habe da nämlich was, ist mir was vorhin vom Transporter, ist mir da was gefallen. Und zwar dieser Flatscreen, ja, das ist ein Sonnenuntergang-Bild. Diesen Flatscreen-TV ist mir runtergefallen, denn. So, ich tue etwas Zwielichtiges. Was? Nicht die Boney. Ich hatte hier nur eine kurze Autopanne, mein Bester. So, habe ich da was drin? Nee, komm, okay, alles rein. Selfknacker-Werkzeug, goldener Kelch, ja, das tun wir alles rein. Spielekonsole, Gamepad, 2 Gramm. Ja, die Spielekonsole tun wir da vielleicht rein. Wieso passen die da nicht rein? Ja, das verstehe ich nicht. Warte, die schweren Sachen müssen wir da rein tun, oder? Geht's nach Gewicht? Ich habe keine Ahnung. Das geht nach Gewicht? Also ich kann eine Kiste nur eine gewisse Anzahl an Gewicht reintun. Oder was? Hä, das ist ja, wieso ist... Ich dachte, das geht nach Anzahl. Das ist ja saudämlich. Und jetzt ist ja hier wieder zu. Wieso? Aber ich meine, sieht mich eh keiner. Ist ja keiner da, also. Kann ich die Elektrozität wohl anlassen, oder? Ich tue etwas Illegales. Hä? Hä? Was? Oh ne, ich muss los, Bruder. Bruder, ich muss. Nein! Ach nein, du Affe, ey. Oh Gott. Oh Mann, ey, wieso laufe ich auch nicht weg, ey? Dieser Bulle, wieso, der hat da eine Privatbullereieinheit stehen bei sich, oder was? Oh, hat das gar nichts gezählt, oder was? Oh nee, ich muss alles normal machen. Okay. Dann packe ich aber gleich um. Oh Mann, ey. Ey, das ist der Gewichtsanzeige, das macht ja mal gar keinen Sinn. Wieso ist denn das nach Gewicht eingeteilt und nicht nach Anzahl? Naja, gut. Wir hinterfragen das mal nicht weiter. Wir parken uns das Auto jetzt erstmal in der Einfahrt. Es ist ja eine Einfahrt, ja. Also von dem her, wenn ich irgendwo ein Auto stehen lassen kann, dann wohl ja eine Einfahrt, oder wie seht ihr das? Ich lasse ihn einfach mal da stehen, okay? Schlösser knacken ist illegal. Warum sagt mir das keiner? Ich habe da auch irgendwas falsch verstanden, glaube ich. Ich bin doch Schlosstester. Ich bin der erste offizielle Schlosstester des Herren. Der Queen von... Ich weiß nicht. Irgendeiner Queen halt, ja. Von Queen, der Band. Ja, genau. So. So, dala. Oh nein, mein Dietrich. Okay. Oh Mann, ey. Wieso habe ich denn so viel Zeug dabei? Das liegt nur daran, weil du deine Einbrechermütze vergessen hast. Ja, ach so, in meine Mütze. Oh Mann, Rose, wieso sagst du es mir jetzt erst? Hey, Moment. Hier hat sich gerade ein Checkpoint gemacht. Ah, immer wenn man aus dem Auto aussteigt, oder was? Dann müssten wir mal kurz dann, wenn ich hier drin war, dann vielleicht wieder kurz ins Auto. Ah, nee, warte mal. Lass mal eben das andere zuerst machen. Warte mal. Ja, warte mal. Das war ja, die waren jetzt eh beschäftigt, da muss ich sonst wieder warten. Da bockt es mich jetzt gerade nicht so hart. Jetzt pass auf, wir machen jetzt folgendermaßen, dies, das. Wir legen jetzt hier erst unser... Ach so, jetzt ist ja mein Rucksack leer. Hä, krass, wie viele Sachen habe ich denn da mitgenommen, dass mein Inventar dann so schnell voll war? Das ist ja voll räudig, ey. Mensch, Dietrich, ist echt so. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir rein und dann machen wir eben dasselbe wie gerade. Wir räumen, glaube ich, wieder beide Bilder raus oder so. Ich weiß auch nicht. Also das Bild an den Fernseher auf jeden Fall. So,
So, sieht jetzt keiner, ne? Weil. Ach so! Ah! Dann stehe ich hier oben auch im Dunkeln und dann sehen mich die vorbeilaufenden Passanten nicht. Deswegen ist das Stromausschalten hier wichtig. Ich habe das total gecheckt. Ich habe das analysiert mit meinem analytischen Analysegedächtnis, Verstand. Und bei meiner Analyse ist rausgekommen, dass das genau das ist. So wie. So. Ja, ja. Genau. Ha. Niemand zu Hause. Guck mal, ich habe die Tür so laut aufgemacht. Lauter geht es kaum. Und es hat niemanden interessiert. Sind hier echt Sicherheitskameras? Ich glaube, nee, ne? Ah, aber ich kann da aufmachen. Warte mal. Ich habe das gerade aufs Auto gedonnert und habe Reparaturkosten verursacht. Ja, okay. Okay, okay. Das ist witzig. So, okay. Weiter geht's. Also. Hier. Es ist Car drin, aber das kann ich noch nicht, ne? So, da kann ich zwar aufmachen, aber hier liegt Geld. Den Fernseher holen wir uns gleich noch. Da, was liegt hier sonst noch? Ein Motor, aha. Das hat eine, so ein, ah ja, Autodiebstahl Stufe 2, das kann ich noch nicht. So. Da, goldene Vase. Goldener Kelch. Geld. Spielekonsole. Fenster. Fernseher. Also, ihr müsst es echt entschuldigen. Ich habe wirklich sehr spät erst Deutsch gelernt. Guck mal, der hat einfach seine Garage offen gelassen. Ist halt auch reichlich fahrlässig, ne? Wenn jemand seine Garage. Also, wenn ich meine. Ich habe meine Garage und meine Dings offen gelassen. Ja, so war das. Ein Platz hätte ich im Car offenbarlich noch. Das ist natürlich fett. Da können wir jetzt noch mal kurzzeitig reingehen und vielleicht noch das eine oder andere gut rausholen. Komm, was gibt's denn hier alles? So für schicke Vasen und so. Lauter feines Zeug hier. Oh, was ist denn das? Der Glasteller. $9. Was bracht jetzt das Bild noch hier gleich? Ich glaube, noch ein Bild geht nicht, ne? $18. Das ist ja nicht der Raiden-Wert. Und hier oben? Mach mal aus. Oh, Geld. Oh. Meins. Gib mal das Geld jetzt hier. Und da? Auch Geld. Jetzt muss ja nur der Typ nach Hause kommen, oder? Das wäre so ärgerlich. Hier, Controller. Ha, noch ein Fernseher krieg ich nicht rein, oder? Ich weiß es nicht, ob der Platz im Auto für noch was Flaches ist oder ob der, glaube ich, für was Hohes. Draußen ist der Polizist, ey. Ob der was für was Hohes gedacht war. Oh, und einen Tresor haben wir auch noch. Lass mal den eben uns hier. Na? Okay, links rum. Komm schon. Ich höre dich doch. Ja, yeah. Und rechts rum. Ja. Yeah. Mal auf. Was ist da drin? Oh, ne, klar, ne, ein Armband, irgendein Collier, Alter. Französisches Collier von 1906. So, geht das hier noch rein? Nein, der Fernseher ist zu grande. Kann ich hier den einfach zwischenlagern und vielleicht jetzt mal hier zumachen? Was ist denn hier oben noch drin? Ich muss nur gucken, dass ich nicht zu geizig werden tue. Was haben wir hier noch? Hallo? Ist hier jemand? Oh, das Badezimmer. Ich muss es zerstören, die 17. Ah, komm schon. Yeah. Oh, ich mache ein Fluchtfenster, mache ich auf. Oh, da liegt noch Geld. Ich habe immer Angst, jetzt irgendwas mitzunehmen, weil vielleicht sehe ich ja noch irgendwas unfassbar Wertvolles und dann sind meine Taschen full of stuff, you know. Hallo? Aha, sie hat also ein Ankleidezimmer, also sie oder er oder
divers, ich weiß auch nicht. S. Hallo? Ich bin's, der Einbrecherboy. Ah, hier. Oh, hier sind die alte Yamaha-Gitarre, Bruder. Und da, hier, die E-Gitarre. Boah. Sonst noch was? Okay, dann gucken wir uns den Safe mal an. Ich mach mal das Fenster auf. Falls die rauskommen, dann bin ich nämlich schnell. Okay, los geht's. Ah, hab ich verpasst. Komm schon. Links rum. Konzentration jetzt hier, Peggy. Komm schon. Oh, okay, an die 50 am Schluss. So, rein. Ist da nochmal ein Collier drin, oder was? Boah, da ist ein Handy drin, Smartphone. Oh, noch ein Smartphone. Dafür habe ich jetzt leider kein Playzins mehr. Wir gehen mal hier aus dem Fenster raus. So. Ich glaube, wir bringen die Kacke erstmal weg, ne? Ja, am Entfernter tut es mir jetzt schon ein bisschen leid. Scheiße. Kann ich die nicht noch da irgendwo reindrücken? Warte mal, was ist denn das Bild wert? Können wir mal das Bild angucken, was wir da drin haben? So. Wir machen mal hier eine kurze Inventur, ne? Warte mal, leg das Bild mal hier hin, so. Sonnenuntergang. Steht nichts dabei. Fernseher steht auch nichts dabei. Oh shit, nein, nicht die Bullen. Oh mein Gott, schnell. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, schnell. Oh Gott, ich dachte, ich war gegen einen Baum. Oh nein, schnell weg. Fuck, die sind schneller als ich. Oh. Scheiße. Boah, Leute, war das knapp. Hallo Sarah, grüß dich. Gut, dass die Tore auch ohne Strom funktionieren. Ja, das stimmt. Der Fuchsi hat da einen Punkt, ja. Oh. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ey, das war ja... Uff. Hui. Hui, hui, hui. Ja, ich wollte gucken, wo die Bullen sind, deswegen, ich muss den Schulterblick, ist ja wichtig, ne? Linker Blinker, links, rechts, Schulterblick und so. B? Ich weiß immer nicht, was es heißt, ne? So. Muss ich irgendwas irgendwo abgeben oder was? Oder... Habe ich was, irgendwas gewonnen oder so? Wir gucken mal nach Black Bay rein. Ob ich alles versteigern kann oder nicht. Hacking-Werkzeug. Oh, guck mal. Den Glasschneider könnte ich mir kaufen. Safe-Knacker habe ich schon. Aber habe ich den Glasschneider nicht auch schon? Nee, das kann ich noch, ne? Juwelierswerkzeug kann ich noch nicht. So, Black Bay. Also, Glastasse. Verdammt. Vase hoch. Aha. Dreifache Kerzenständer, das brauche ich alles noch. Autoteile habe ich nichts. Electronic habe ich nichts. Küche nichts. Andere. Gitarre Taylor habe ich auch nichts. Ich habe hier ja nichts. Mann, ey. Antiquitatis gibt's keine. Gut, okay, dann fahre ich alles zu dem Boy hin. Kaufe mir vorher nochmal den Glasschneiderini. So. So, okay. Auf geht's zum Pfandhaus, Junge. Ich muss nochmal die Scheibe einschlagen. Ja, das muss ich nochmal machen. Aber ich mache erst vorher, mache ich meine Sachen leer. Oh, wir haben ein neues Viertel freigeschaltet. Die Rich Street. In der ist es richtig geil, weil da sind lauter reiche Riches. Anstatt mitzunehmen, was man hat, erstmal die Inventur vor der Tür machen, obwohl da schon die ganze Zeit der Ordnungshüter vorbeilaufen. Hey! Auffällig, unauffällig. Unauffällig, auffällig? Ich weiß nicht. Aber halt so, da guckt halt keiner. Das ist halt natürlich. Wenn du so tust, als, ne? Als würdest du was Geheimes machen, dann siehst du auch aus. Also, als wenn du, also, Moment. Wenn du so tust, als würdest du nichts Geheimnisvolles machen, siehst du so aus, als würdest du was Geheimnisvolles vertuschen. Und deswegen, ja, ich liebe den Adrenalinrausch. Genau, das tue ich. Das Bild Sonnenuntergang. 1900. Gut, dass wir das mitgenommen haben. Aber der Fernseher auch 700, ne? Ah, guck mal, ey. Gut, dass wir das Bild mitgenommen haben.
So, hier 240 für ein Gamepad. Wer bezahlt denn das? Das kann ich zerlegen. Smaragdarmband 1500, das zerlege ich. Alte Gitarre weg. E-Gitarre weg. Das kann ich ja alles gebrauchen. Smartphone muss ich. Okay, ich komme später wieder, ja, Bruder. Ich fahre zurück und dann hacke ich die Sachen und so. Dann müssen wir jetzt das Juwelierswerkzeug nochmal irgendwie uns erskillen. Und dann gucken wir uns das alles nochmal an. Wir haben nämlich auch noch Sachen in unserem Tresor drin. Da müssen wir mal reingucken, was wir hier so drin befindlich haben. Smartphone gesperrt, Flatschmatt gesperrt, Glasschneider, Smaragdarmband, Armband. Ja, Dittrich können wir nochmal mitnehmen, ne? So, dann liegen die hier nicht so rum. Schlüssel zur Eingangstür 109 brauchen wir nicht, oder? Und 113 brauchen wir auch nicht gerade. Ah, die wiegen allerdings auch nichts. Also nehmen wir mal mit, ne? Dietrich wiegt auch nichts. So, jetzt bin ich ja schon so gut wie leer. Wir haben 7300 Öcken. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich das wiederholen. Aber den Glasschneider, das Juwelierswerkzeug kriegen wir nur, wenn wir das freischalten. Elektronikstufe und Begutachtungsstufe 2. Hacking-Werkzeug, Elektronikstufe 1. Ja, also Elektronikstufe wäre mal gut. Autodiebstahl Stufe wäre natürlich auch gut. Wir gucken mal, was unser Inventar-Skill-Dings hergibt. Verbleibende Skillpunkte 4, das ist natürlich fett. Was haben wir hier? Was ist das? Schlösser knacken. Tresore öffnen, Glasschneider benutzen. Na, das haben wir ja schon. So, dann. Beweglichkeit. Nee, mehr Platz im Rucksack. Ja. Elektronik. Benötigt Level 14. Lernen wir. Das ist dann Autodiebstahl, aber wir lernen auch Begutachtung. Dann können wir das Elektropack kaufen. Genau, jetzt haben wir noch einen Skillpunkt. Wollen wir den hier? Autodiebstahl. Ja, komm. Lass da rein. Als nächstes müssen wir auch wieder ein bisschen, wir brauchen mehr Inventory-Plätze. Wobei, wir brauchen eigentlich mal ein anderes Auto. Die Lehre der Olsenbande. Wenn man schief läuft, nicht wegrennen, sondern friedlich schlendern. Es ging an das nichts an. Genau so. Die Olsenbande, die hat das schon richtig erkannt. Ne? So. Hacking-Werkzeug. Wie viel Geld habe ich? 7000. Was brauchen wir zuerst? Ich hätte gesagt, die Juwelierswerkzeuge, weil damit können wir gleich wieder Cash machen. Na, jetzt haben wir noch 4000. Wir könnten uns noch. Hacking können wir nicht. Mikrokamera, wofür? Genau, dann machen wir jetzt erstmal die Juweliere klein. Dann verballern wir das wieder, dann haben wir wieder Geld. Und das können wir dann tatsächlich wieder in einen Hacking-Dings irgendwie so, ne? Können wir das da reinvestieren, ne? Ihr versteht mich schon, Leute. So, also, dieses Dings-Armband hier, da kommt der Zerlegungs-Crack-Dings rein. Cracken, ja, wie geht das? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was ich machen soll. Ja, und jetzt zerlegen, oder was? Ach so, ich muss das nur, hä? Ich check nicht, was ich machen soll. Ich muss es einfach gedrückt halten. Hä? Ja, okay. Was denn? Rechtsklick? Brauche ich gar nicht. Ach so. Also total easy peasy. So einfach war Cash machen ja noch nie, ey. Money making as easy, Leute. Also wenn ihr mal Geld braucht, ne? Einfach die Juwelen der Oma klein machen, dann habt ihr, und das dann müsst ihr das dann zu eurem Hinterhofdealer eures Vertrauens, ne? Müsst das dann da bringen. Aber ihr müsst vorher die Brillanten und Rubinen und Quarze und Steinchen da rausbrechen. Sonst will er die nicht, ne? Da ist er nämlich unwillerig. So. Schickimicki. Fahren wir die nochmal hin? Nee, ne? Weil wir machen erst nochmal die Mission fertig, ne? Und dann könnten wir eigentlich zu Rich Street mal fahren. Wir fahren da mal hin, komm. Lass mal gucken, was da so gibt. Hatte ich einen schönen Tag. Einen schönen freien Tag. Ja. Ja, war doch. War schön. Wir waren heute Vatertag und so mit der Familie und so.
das war eigentlich ganz nett. Mein Vater ist aus dem Krankenhaus wieder raus und mein Bruder war mit seinen Babys da und Coco war mit dabei und so. Und das war schön. Also war echt gut. Sind schön so jetzt am Abend gegessen und so geratscht und so. Das ist immer schön, wenn man so mit der Familie so ein bisschen zusammensitzen kann. Das ist super. Gut. Jetzt wollen wir hier mal reingehen. Einfach mal in die 201. Einfach mal rein. Wir haben hier keine Mission, wir haben hier keinen Auftrag. Einfach mal gucken. Einfach mal Hallo sagen. Okay, gut. Okay, ja, hey, ich wollte doch nur mal gucken. Ich freeze überhaupt nicht. Ich wollte doch nur mal schauen, was so los ist. Ich wollte doch nur mal schauen. So. Okay. Oh, shit. Holy Macaroni. Wo ist denn jetzt der Bulle? Ah, da. Schnell weiterfahren. Wuhu, er kann mich nicht anhalten. Boah, Alter. So. Ja, ja, genau. Rich Street sind die ganzen 200er. So, wir wollen mal hier... los. Und mal wieder zurück. Das ist mir gleich ein bisschen zu viel. Nee, ansonsten war gut. Hab ein bisschen was geschafft. War sonst ganz chillig. War angenehm. Kein Grund zu beschweren. Ich hoffe, das gilt natürlich auch für euch, beziehungsweise für dich, da du gefragt hast, Annika. Also, ich hoffe, das ging dir natürlich genauso. Ne? Zum Hallo sagen können, hätte ich wohl was anderes anziehen sollen. Du weißt doch gar nicht, was ich anhab. Vielleicht habe ich ja meinen feinsten Willkommenszwirren an. Ah ja, dann können wir direkt ins Pfandhaus und dem Edgar, da können wir hier gleich die Juwelen. Hey, die Juwelen verhökern. Hier, 1500. Können wir gleich mal gucken. Den Hacking-Laptop uns vielleicht besorgen. Denn Hacking ist natürlich krass. Weil Hacking, das öffnet uns nämlich Tore und Türen und Handys und andere Mobilgeräte. Ja? Das können wir nämlich super gut machen jetzt. So, wir gucken mal ins Intron-Webs hinein. Das glaubst du weniger? Hey, meinen feinsten Willkommenszwirn hatte ich mir mal angezogen hier. Okay, wir haben noch keine Jobs. Aber dafür haben wir in der Greenwich Street haben wir jede Menge noch. Die nehmen wir mal alle an. House Rip-Off, keine Gegenstände, genau. Haben wir irgendwas Neues? Nee. Das passt. Wir waren ja auch in der Ding noch nicht überall drin, ne? Und so ein bisschen Autoteile müssen wir uns ja dann schon noch ein bisschen irgendwo trennen, Trophäe. Oh, das hatten wir doch alles schon mal. War so schwarz-weiß, Glastasse war so hoch. Das müssen wir alles mal noch holen hier, diese zweiten Sachen. Also, Elektropick, nee, Hacking-Werkzeug. 5000. Ist gekauft. So, und jetzt holen wir uns nämlich die ganzen, holen wir uns die Handys da raus. Ne? Also wir hacken uns jetzt in die Mobilfunktelefone rein und dann löschen wir deren ganzen Instagram und Facebook und YouTube und Twitter und sowas. Hacken wir die ganzen Konten und dann erpressen wir die wie ich einfach keine Treppen rauflaufen kann, Leute. Schlimm ist das. So, hier, mein bequemer Hackerstuhl ist auch da. So, hier hacken. Okay, da geht's raus. Ich gehe nach unten und dann hier geradeaus. Und dann gehe ich da nach oben. Ja, und dann nehme ich nach links. So nehme ich. Und dann nach geradeaus. Scheiße. Nee, warte, wir können ja so machen. So, so, so und so und so. Yeah. Boah, ich bin der übelste Hackerboy einfach in der Hood. So, hier. Ich mache immer Reverse Engineering Hacking, ne, wisst ihr? Das geht nämlich so, dass man so rückwärts rumhackt. Und dann hackt man nämlich so, da hat man keinen Hack-Mack bei einem Hack. Ich stehe nicht so auf Dreck, wenn ich einen Hack mache. Das finde ich ganz nett. Und ich finde es auch ziemlich fett bei einem Hack, wenn ich krass bin und kein Depp. Siehst du? Einfach ein paar derbe Rhymes dazu raushauen. Und schon läuft hier
die Sache. So, dann können wir direkt eigentlich wieder zu unserem Typen hinfahren. Wir haben jetzt auch ein bisschen Zeit schon totschlagen lassen. Dahinziehen so. Also die ist halt in die Zeit, die Luft ist, also die Welt ist vorbei, die hat sich weiter bewegt und so, ne? Du weißt schon, was ich meine. Das ist weiter gezogen in ein anderes Land, von oben nach unten. Die Stunden sind dahin gerollt. Ob ihr wollt oder nicht, so. Hä? Nee, nicht Junkyard, Bruder. Ihr Pfandleihhaus. Zu hier, wie heißt der denn? Der aus Osteuropa da. Pfandhaus. Wie heißt denn so einer aus Osteuropa? Juri. Na, Juri, was geht? Hier habe ich gutes Ware für dich, Juri. Handy. 900, 100.000, 20, 1000, 100 Millionen, 900. So, gut. Kann ich auch hier Sprit bei dir tanken oder was? Hast du Problem, wenn ich in deinen Garten ein bisschen kurz mich erleichtere? So. Aber wo wohnt denn der hier eigentlich? In der Pornshop. Das sieht so aus, als wäre das auch irgendwie so in der nicht so Richie Rich Street, oder? Doch, ich weiß es nicht. Ida Zong, wir haben genug Missionen in der Greenwich Street noch bekommen. Die gucken wir uns jetzt mal an, ja. Oh, wir müssen aufpassen, wir werden dann nämlich von der Polizei aktiv werden wir da gesucht. Das ist nicht so schön, ja. Was sagt denn unser Inventory-Notizenblatt? Also, neu, die Jonas, Leute. 0 von 2, 102. Teller kaputt machen, Dekorationsgegenstand stehlen, alles klar. 101, die Smiths, da waren wir jetzt schon drin wegen dem Bild, das ist kein Problem. Also, die Smiths, da kommen wir jeden Tag rein, das machen wir nachts. 102 gucken wir uns an, 103, okay. 104, Auto, das machen wir zuerst. Also, 104 und dann 103, 102, 101, ja. Das ist unsere To-Do-Listen hier. So. Ich stelle mein Fahrzeug mal. Ich stelle es mal hier ab. Einfach so, weil ich den Bock habe. Ich muss zum Stillstand kommen, ja. Immer schön ein bisschen Stillstand, Leute. So, Dietrich habe ich mir geholt. Hola. Sind die da? Ich glaube, die sind auf Arbeit, wie sich das so gehört für Menschen in so einem Land, wo man arbeiten geht. Ja. Okay, gleich habe ich's. Ich bin so ein Profi. Ja, komm schon. Rein damit. Ja. Oh, ich fasere es nicht. Wieso bin ich denn? Ich habe heute so lame Reactions. Wie ich einfach nicht reacten kann hier. Hä, wo ist denn mein Dietrich jetzt? Hä? Aber mein Dietrich. Hä, wenn ich jetzt neu lade, wann war das denn der Checkpoint? Wenn der ist gerade, ne? Na, gerade war der, oder? Ne? Ja. Ich muss so fragen. Ne, gerade, oder? Ne? Ja, gerade, ne? Oder? Ne? Wir laden mal den Checkpoint. Und dann gucken wir mal. Hallo Lisa, grüß dich. So. Ja, geil, genau. Wir sind ausgesteigert aus dem Auto. So haben wir das gemacht. Dann bin ich hier hochgetigert. Und dann habe ich hier einen richtig harten Fail abgeballert. So. Und jetzt mache ich das nämlich ordentlich, wie sich das gehört für einen guten Zweibrecher. So. Oh oh. Das war schon wieder höchst knapp, Leute. Ich bin aber auch hier heikel. So. Oh, yeah. Oh, natürlich habe ich sie nicht langsam aufgemacht. Aber ich glaube, hier ist eh keiner zu Hause. Okay, Blumenvase nehme ich mit. Ja, nehme ich mit. Nicht, wir brauchen diesen Dreierkerzenständer, ne? Ja, Ständer. So, wir gucken mal hier Globus. Ne, brauchen wir nicht. Wieso ist denn der Politessentyp da schon wieder alaminisiert? Wir gucken mal, ob das jemand interessiert, wenn ich hier drauf ballere. Bam! Ja, irgendwer hat es gehört, aber niemand, der mich interessiert, oder? Nee. Das irgendwo ist da einer. Aha, okay. Wo haben denn die hier ganzen Wertsachen hier? Hallo? Wo sind denn ihre Wertsachen versteckt? Ich hätte die mir gern mal ausgeliehen. Oh ja, Euronen. Oh, ein Handy, das nehme ich mir.
Smartphone, Alter. So, rein damit. Nee, ein Pendel, was soll ich denn damit? So, okay. Nee. Warte. Goldener Kelch. Oh nein! Schnell weg! Schnell weg, die Bullen! Schnell weg! Oh nein, mein Auto! Schnell rein da! Rein da, Mann! Mann! Mein scheiß Auto, ey! Ey, Mann, ey! Mein Auto! So dämlich. Oh Mann, ey. Wieso? Wieso ist es dann da mein Auto drin? Ey. Ich glaub das ja nicht. Das ist ja viel zu krass hier, ey. Und ich dachte, ich mach das hier ganz chillo, ja? Und lauf hier so durch, ja? Chillo, Vanillo, ja? So. Wir treiben das einfach nochmal. Also, lasst uns festhalten. Die junge Dame war im Keller, ja? Oder im Schlafzimmer oder was das da unten bei ihr ist. Aber sie ist alleine. Das heißt, sie hört uns nicht. Offenbar ist sie auch irgendwie taub. Nee, als wir weggelaufen sind, ich hätte vielleicht einfach Ruhe bewahren sollen, ne? Ich bin so ein bisschen wie so ein feiges Reh. Nee, scheues Reh. Hey, du feiges Reh. Wie so ein scheues Reh bin ich aufgeschreckt worden. Und, ja, solche Sachen wie goldenen Kelch nehmen wir gar nicht mehr mit, oder? Komm, das hat die auch gar nicht interessiert, dass wir hier die Scheibe von ihrer Karre eingedönert haben, oder? Das hat die nicht interessiert. Ich versteh's gar nicht. Ja, und ciao. Ja, easy. Mann, das war ja... Da war er da drin, der hat irgendwie Geld weggenommen und hat die Scheibe vom Auto eingeschlagen. Ja, wieso hat er die Scheibe vom Auto eingeschlagen? Ja, das weiß ich doch nicht. Na, okay. So. 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 Die beiden Häuser also, ja, die sollen es sein hier. Die beiden da. 100 Dos und 100 Tres und 100 Unos. Der 100 Unos, Boy, die wissen wir ja, die sind ja immer nicht da. Aber sind die hier am Tag da? Wenn ich jetzt, oder mal, wenn ich mich hier jetzt in den... Ist vielleicht keine... Hä, was nur? Weil ich da in den Hof gefahren bin, oder hat die Alte mir hier die Polente auf den Hals gehetzt, oder was? Das ist ja unglaublich. Oh shit, da kommt von unten auch noch mal einer. Ey, wir müssen über einen Offroad flüchten. Wow. Boah. Warte mal, und jetzt hier hart links rum. Oh, nein. Boah. Warte mal, rückwärts, links. Vollgas jetzt. Schön, wir müssen die umkreisen. Flankieren, sagt man. Le Flank. Le Flanqué. Flanqué. So. Okay. Wir stellen uns mal unser... Postkraftwagen. Ne, Personenkraftwagen. Postkraftfahrzeug. Bitte Postkraft. Unser Personenkrafttransportbeförderungsvehikel. Stellen wir uns mal. Nein, halt, ich wollte noch mein alles, was ich habe. In die. Ach, da ist ja noch was in der Tasche. Ach so. Shitty, ey. Wie viel bin ich denn überlastet? Na, ein bisschen was. Nee, ich glaube, wir müssen uns leer machen fahren. Ja, damit hatte ich jetzt nicht, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, ey. Huch. Oh, Alter. Auto kaputt. $5, ey. Reparaturgebühren. Ich kann mir nicht jeden Tag hier mein Auto reparieren lassen. Oder etwa doch? Ich sag, nee, nee, nee. Und? F? Puh, scheiße. Was? Was? Hallo? 108 spend
too much time in front of the TV. Ja. Be a good neighbor and okay. Help him out. 108, ja? Welcome back. Hey, Mann. So, hier hast du das Zeug, ja? Gönn dir viel Spaß, Bruder. Dann mach ich hier auf. Warte mal, ich hab was am Auge, und zwar mein Finger. So, jetzt wollen wir mal hier den goldenen Kelch. Hacking, ich habe so viel Werkzeuge dabei. Die versperren mir voll den Taschenplatz. Ne, die verbrauchen gar keinen Taschenplatz, oder? Hä, doch, die verbrauchen. Nee. Hä? Warte mal. Da, Gegenstände, da war's doch. Verbrauchen meine Werkzeuge Taschenplatz? Brechstange, 1 Kilo. Naja. Der Rest eigentlich kaum, ne? Nee. 0,1 alles nur, das ist nicht der Rede wert. Das heißt, wir haben einen Spezialauftrag in der 108, in der Greenwich Street haben wir das gekriegt, ne? Das müssen wir noch machen. Gucken wir mal. So, wo ist denn die 108? Ist sie überhaupt hier? Ah ja, die ist ja unten. Genau. Da waren wir aber doch... Nee, da waren wir noch nicht drin, oder? Weiß ich gar nicht, Leute. Ah, wir haben jetzt noch so viele Aufträge hier oben. Ich würde gerne mal die 102 auschecken. Wir stellen mal unser Fahrzeug, unseren persönlichen Kraftausdruckswagen. Stellen wir mal hier in die Einfahrt. So, okay. Neben die Einfahrt. Ich bin ja nur Gast. Da kann ich doch mal so parken, oder? In seinen Rosenbüschen. Das mache ich natürlich gerne, ne? Ich bin der Rosenbusch-Parkplatz. Ich bin jüdisch und das ist mein Vorname. Peggy Rosenbusch oder so. Heißen die? Ich weiß, ist das ein stereotypes Klischee? Ich bin nicht sicher. Guten Tag, ich komme zum Grillen. Ich hätte einen Glasschneider dabei, den mache ich immer heiß. Und dann noch heißer, weißt du? Guten Morgen, ich bin nun drin. Ich hätte Interesse an Beats und fette Bässe. Hast du Interesse an Beats und fette Bässe? Glastasse, geil. Ach, Moment, ist da ein Icon daneben, wenn ich das brauche, wenn da so ein Sternchen dabei ist? Brauche ich das dann für Black Bay? Oder wie? Das wäre eine krasse Information, die ich noch gar nicht auf dem Computerschirm hatte. Lass uns jetzt erstmal, bevor allem anderen... Oh, da hat sich jetzt schon jemand für mein Auto interessiert, oder? Sind die nicht da? Das sieht nämlich verflucht so aus, als würde jemand nach Hause kommen. Nee. Und, was drin? Boah, so eine hässliche Vase. Geil, aber Geld. Geld ist natürlich fett. 50 Euro old. Was, entdeckt? Von wem? Ich bin gar nicht hier. Nee, leg das mal weg. Was ist das? Hinter seinem Arsch habe ich ihm noch die Tastatur weggeklaut. Hat er gar nicht gemerkt. So ein Depp. Oh, Geld. Boah, Schatz, haben wir noch 600 Euro? Ja, das ist noch in der Geldschublade. Ach so, ja gut, ich hole mir das mal raus. Ja, aber verwechsel das nicht mit der Diamanten- und Schmuckschublade. Nein, kein Problem. So, ein Mikrofon? What? Nimmt es mich auf? Nimmt es mich auf? Ich hatte ja gar keinen Bock aufs Dings da. Oh Mann, ey. Da darf jetzt aber auch hier keiner reinkommen, oder? Wohnzimmer. Solange da oben nicht Schlafzimmer steht, bin ich ja eigentlich fein raus. Da bin ich ja fein... Oh, ein Tablet! Ein U-Pad, Bruder. Küche, Garage. Okay, Küche ist okay. Garage ist auch okay. Ein Collett. Oh, und da waren Beats drin. Hier, Beats. Und dann noch Money. Und hier, hä? Nicht. Haben auch nur Schrott hier in ihren Schubladen-Dinger da drin. Was ist das wert? 12 Dollar. Boah, ein USB-Stick. Nein, ich brauch den. Hausfriedensbruch? Was? Wer ist Hausfriedensbruch? Wie hast du mich genannt? Ich bin doch hier total nett. Ich bin doch nicht netter Hausfriedensbruch. Ich bin der... Warte mal. Da hatte ich was vergessen hier. Warte mal, ich brauch das Zeug. Leute, ich brauche halt das Geld, ne? Ihr könnt ja nicht immer sagen, ja, Peggy, was machst du da für Sachen? Aber Fakt ist, ich brauche das Zeug.
Ja, und ich brauche den Kick für den Augenblick, ja. Ohne Maus. Guck mal, jetzt habe ich schon eben so eine feine Apple-Tastatur. So eine feine Merple-Apple-Tastatur geklaut. Und jetzt klaue ich ihm noch seine Ehre. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, hier durch. Oh, fuck. Nein, mein Auto. Nein. Nein, ich war doch so gut. Nicht mein Auto. Warte, wir laufen raus. Das geht. Ja. Ab nach Hause. Wir sind einfach weggelaufen. Wir sind einfach rausgelaufen. Das Bett sah aus, als würde einer drin liegen. Ja, das sehe ich auch so. Hey, Momo. Ja, das sah wirklich so aus. Yeah. Heimlichkeit, keine Punkte. Ja, wegen dem Hausfriedensbruch oder was? Komm schon. Come on. So, was haben wir hier? Schauen wir mal. Black Bang. Ja, Glastaste. So. Okay, da haben wir nichts. Nein. Oh, Tastatur. 200 Öcken, Alter. So, und andere. Nö, keine Spielzeugautos. So, nichts. Aber wir... Warte mal, war das ein gesperrtes Mobilfunkgerät? Ja, das Tablet war gesperrt. Das müssen wir uns mal eben schnell aufhacken. Ja, mit der Hake. Ja. Okay. Warte mal. Wir, glaube ich, gehen hier gerade. Dann könnten wir da nach unten, dann hier hoch, dann nach rechts. Ja, das könnte funktionieren. Dann hier so nach unten und dann einmal drehen. Yeah. So, das haben wir gemacht. Dann haben wir noch ein Colliette, ne? Boah, das läuft ja bei uns hier richtig. Ja, wir werden ja richtig, richtig rich hier auf unsere alten Tage, meine lieben Leute. Mach auf jetzt. Press mal den da hoch. So. Und jetzt press mal den da auf. Und dann press mal den da auf. Ja. Und dann dreh ich mal um. Nee, dreh mal. Ja, so. So, und jetzt press mal da rein. Und dann press mal hier. So. Oh, fertig. Oh, jetzt, ich höre schon in meinem Innenkopf drin, höre ich schon Kling, Kaching, ab zu Boris. So, okay, Pfandhaus. Nee, wie heißt der? Juri, was habe ich gesagt? Nuka, grüß dich, na, was geht ab? So, ja, Momo, ich sehe schon immer deine Kommentare unter TKG. Freut mich sehr, dass es dir gefällt. Freut mich wirklich sehr. Das ist sehr schön, dass dir mein Spiel TKG gefällt. Das ist sehr schön. Vielen Dank fürs Gucken. Und für die vielen Kommentare. Das macht mir sehr viel Spaß, die zu lesen. So. Okay. 10.000 Dollar geknackt haben wir. Wir haben aber noch eine gewisse Anzahl von Missionen. Ja? Das heißt also, eine gewisse Anzahl sind da. Ja? Ich will mal eben kurz Danke sagen an die Leute, die auf meine Insta-Story reagiert haben. Und zwar Janine, ab in die Bude, schön einklaufen. Oh, Janine hat ja einen richtig harten Wortwitz rausgehauen. Das lobe ich mir. Das lobe ich mir, ja. Dann Annika ist auch mit dabei. Ja, vielen Dank für die Reaction. Larissa ist natürlich auch mit dabei und hat auf die Insta-Story reagiert. Außerdem, ja, schaut noch Adina. Kann leider nicht zuschauen, aber viel Spaß und allen anderen beim Zuschauen. Sei somit gegrüßt. Vielleicht guckt sie es ja im Nachhinein. Ne? Und Greta hat natürlich auch geantwortet mit natürlich Top Secret. Also vielen lieben Dank. Falls ihr mir auf Instagram noch folgen wollt, könnt ihr es gerne machen. Da wäre ich natürlich sehr froh drum. Und jetzt entlasse ich euch auch für den heutigen Donnerstagabend. Eine Stunde gestreamt. Ich muss ein bisschen was anderes machen. Also ich muss nicht, aber ich will. Ich will noch ein bisschen was anderes erledigen. Und ich habe noch so ein zweites YouTube-Projekt, an dem ich arbeite. Aber das verrate ich euch nicht. Und wir sehen uns dann wieder. Vielleicht am Wochenende so spontan, die Tage, müssen wir mal gucken, ob wir Bock haben. Vielleicht mal so auf Nacht wieder Musik streamen oder RimWorld oder sowas. Oder vielleicht gehen noch ein bisschen Minecraften die nächsten Tage. Ansonsten sehen wir uns vielleicht am Sonntag, aber spätestens nächsten Dienstag. Bis dahin, macht es gut und Dankeschön fürs Zugucken. Und jetzt gerade hat hier noch irgendwas geblinkt, aber ich sehe es nicht. Was ist denn passiert? Wieso habe ich denn keinen Alarm gekriegt? Irgendwas hat gerade geblinkt. Da! Da Janine. Janine kommt noch mit dem Prime-Abo um die Ecke.
zum 9. Monat. Ja? Zum 9. Monat. Vielen lieben Dank, Janine, für dein 9-monatiges Prime-Abo. Und euch anderen allen eine wunderschöne gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Like nicht vergessen. Genau, macht es gut. Und tschüss. Ich bin draußen wie der Regen.